Ja, hi zusammen. Wir hatten eine Sprechstunde EEG-Zählerplätze in Bestandsanlagen. Da hatten wir zwei Referenten. Und der erste Referent, Jens Tengler von der NetzDBW, der ist darauf eingegangen, auf den technischen Hinweis für Zählerplätze in Bestandsanlage vom VDE FNN. Da ging es unter anderem um die normativen Anforderungen an diesen Zählerplätze, dann die Bewertung, die Umsetzung und auch der Prozess bei den Bestandszählerplätzen. Ja, abonniert den Kanal und dranbleiben und ja, viel Spaß. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie auch von meiner Seite aus ganz recht herzlich begrüßen. Jens Tengler mein Name, ich bin bei der NetzDBW im technischen Anlagenmanagement tätig und dort ja grundsätzlich zuständig für die technischen Anschlussbedingungen am Niederspannungsnetz, das haben wir so bei uns im Team aufgeteilt, und dann auch noch für die grundsätzliche Installateursbetreuung. Ich habe Ihnen heute den technischen Hinweis Zählerplätze in Bestandsanlagen vom VDE FNN mitgebracht. Genau hier, jetzt sind wir in der richtigen Folie. Da haben wir den Auftrag bekommen, über den Lenkungskreis Systemfragen und Netzcodes einen technischen Hinweis in Bezug auf Anforderungen, Anpassungen von Zählerplätzen in Bestandsanlagen zu erstellen. Hierdurch wurde die Projektgruppe oder über den Lenkungskreis wurde die Projektgruppe Anforderungen an künftige Zählerplätze reaktiviert. Das war die Projektgruppe, die ja eine der ersten Anwendungsregeln beim FNN geschrieben hat, und zwar die Anwendungsregel Anforderungen an künftige Zählerplätze in Neuanlagen. Und zwar war das die Anwendungsregel 4101. Und des Weiteren haben die auch noch den technischen Hinweis Messsysteme in Bestandsanlagen erstellt. Gut, veröffentlicht wurde dieses Dokument. Da können Sie rechts unten ein Bild machen von diesem QR-Code. Thomas, ich weiß nicht, ob die Kollegen das auch so sehen, ob das da ein bisschen überdeckt ist. Aber zumindest können Sie dann so funktioniert es. Können Sie sich jetzt zu Hause ein Bild machen von diesem QR-Code und dieses Dokument gleich hochladen. Das steht jetzt nun frei zur Verfügung für jedermann. Der kann dann entsprechend dort bezogen werden. Der Hinweis wurde Ende letzten Jahres veröffentlicht. Erstmal nur im Mitgliederbereich des VDE FNNs war es dort für die Mitglieder kostenfrei zur Verfügung. Aber nun mittlerweile steht da jedermann zur Verfügung. Also da gerne können Sie sich den technischen Hinweis gerne aufmachen und den gehen wir jetzt so peu à peu dann durch. Genau, Ausgangslage. Warum haben wir diesen technischen Hinweis überhaupt erarbeitet? In bestehenden Kundenanlagen werden zukünftig vermehrt Erzeugungsanlagen, Speicher, Wärmepumpen inklusive Heizstäbe, Ladeeinrichtungen installiert, die ein komplett anderes Lastverhalten haben gegenüber einer Wohneinheit. Aktuell gibt es unterschiedlichste Auslegungen, wie entsprechend hier die Zählerplätze zu bewerten sind, zu ertüchtigen sind. Man bedenke, wir haben ca. 870 Netzbetreiber in Deutschland und ca. bis zu 60.000 Elektroinstallationsunternehmen. Und dann ist es ja auch naheliegend, dass es hier unterschiedlichste Interpretationen gibt, wie die technischen Anschlussbedingungen, die Empfehlung der Netzbetreiber, aber auch die Anwendungsregel 4100, die sich ja zu diesem Thema äußert, entsprechend auszulegen sind. Ja, die Anforderungen sind in diesem Hinweis für Zählerplätze nun für Bestandsanlagen beschrieben. Anwender sind unsere Kunden, die Netzbetreiber, aber auch das Elektrohandwerk. Dann Sie. Hier habe ich mal ein paar Bilder mitgebracht von Bestandszählerplätzen bei uns aus unserem Netzgebiet. Ja, ganz links sieht man einen alten Siemens-Schrank, ist das, glaube ich, der eigentlich auch gar keine Norm irgendwie entspricht. Da daneben dann eine schwarze Tafel, vermutlich nach DIN 43, 853. Und dann die beiden rechts, zumindest mal den mittleren rechts auf der rechten Seite, ein Zählerschrank nach DIN 43, 870, aber mit einem netzseitigen Anschlussraum mit 150 mm Höhe. Und da daneben zumindest mal einen schon mit 300 mm Höhe. Das sind so Zählerschränke, die jetzt auch schon beinahe 50 Jahre alt sind und die links entsprechend älter. Und solche Anlagen finden wir vor und nun auch durch den Paragraphen 14a, was da ja auch noch mit Einfluss nimmt, muss jetzt hier gegebenenfalls eine Wärmepumpe dazu gebaut werden, eine Wallbox, eine Erzeugungsanlage. Und da stellt man sich halt natürlich die Frage, sind diese Zählerplätze dafür ausreichend? Können die überhaupt noch entsprechend ertüchtigt werden oder nicht? So, kommen wir zum Anwendungsbereich und Zielsetzung. Der Hinweis beschreibt die Umsetzung des Abschnitts 4.4 der Anwendungsregel 4100. Erweiterung oder Änderung in bestehenden Kundenanlagen, ist aber eingegrenzt für Zählerplätze mit einem Dauerstromanwendung mit Betriebsströmen bis kleiner gleich 44 Ampere oder einem haushaltsüblichen Lastverhalten von 63 Ampere.
Also das Thema halbindirekte Messungen, Wandleranlagen werden hier nicht berücksichtigt. Die Anforderungen sind derart beschrieben, um ein gleichwertiges Schutz- und Sicherheitsniveau zur aktuellen Anwendungsregel 41.90 zu erreichen. Das war uns wichtig, denn wir haben doch sehr hohe Anforderungen in Deutschland an Zählerplätze in Neuanlagen nach aktueller Anwendungsregel 41.00. Und dann versuchen wir natürlich auch diese Anforderungen, ein gleichwertiges Schutz- und Sicherheitsniveau zu erhalten für den bestehenden Zählerplatz zur aktuellen Anwendungsregel 41.00. Wenn man bedenkt, dass man hier Zählerplätze im Einsatz hat seit ein paar Jahrzehnten und die so noch weitere Jahrzehnte gegebenenfalls betrieben werden, macht es ja auch durchaus Sinn. Ja, unser Ziel ist aber vorrangig, dass wir endlich mal in ganz Deutschland eine einheitliche Vorgehensweise bei der Ertüchtigung von Zählerplätzen in Bestandsanlagen bekommen, dass wir eine einheitliches Ziel haben, ja, eine einheitliche Vorgehensweise über alle Netzbetreiber hinweg, über das Handwerk hinweg, dass wir hier standardisiert zukünftig vorgehen können in Bestandszählerplätzen und nicht nur in Neuanlagen. Da kommen wir zu der Empfehlung der Netzbetreiber, die THB-Niederspannung, das Bundesmusterwortlaut. Da gibt es einen Abschnitt 7 Zählerplätze und dort das Thema Änderung von Zähleranlagen. Und da steht geschrieben, durch Änderungen in der Kundenanlage können Anpassungen im Zählerplatz erforderlich sein. Natürlich müssen hier die jeweiligen Umstände des Einzelfalls betrachtet werden. Gewährleistung des technischen sicheren Betriebes ist die Voraussetzung für die weitere Verwendung des Zählerplatzes, spricht für sich. Unter folgenden Rahmenbedingungen ist in der Regel eine Anpassung erforderlich, natürlich bei Sicherheitsmängeln. Also wenn die vorhanden sind, Berührungsschutz ist beispielsweise nicht gegeben, Isolationseigenschaften der Anlage sind mangelhaft, da muss der Zählerplatz definitiv ertüchtigt werden. Des Weiteren, die Umschaltung hat funktioniert. Des Weiteren bei der Änderung der Betriebsbedingungen. Und solche Betriebsbedingungen oder Änderungen können sein durch den Zubau einer Dauerstrombelastung. Ja. Also durch den Zubau, wie gesagt, einer Erzeugungsanlage. Die werden ja als Dauerstromanwendungen gesehen. Ladeeinrichtungen, Direktheizungen, Speicher, aber auch Wärmepumpen. Während des Erstellens des technischen Hinweises haben wir den Hinweis vom ZVI erhalten, dass Wärmepumpen inklusive Heizstäbe auch als eine Dauerstrombelastung oder als eine Dauerstromanwendung anzusehen sind. Und die fallen ja auch jetzt unter den 914a, wo gegebenenfalls in den Bestandszählerplatz eine Wärmepumpe dazukommt. Da muss es natürlich mit betrachtet werden. Dann natürlich bei Änderungen in Bezug auf Nutzungsänderungen, Umstellung von Wohnung auf gewerbliche Nutzung oder Änderung der Umgebungsbedingungen, wenn die Temperatur nicht mehr ausreichend ist. Da gibt es ja eine Aussage in den technischen Anschlussbedingungen, aber auch in der Anwendungsregel, dass beispielsweise die Raumtemperatur von 30 Grad nicht überschritten werden darf. Oder das Thema Feuchtigkeit, wenn da eine nachträgliche Änderung gab in dem Raum, dass da in dem Kellerraum beispielsweise ein Badezimmer errichtet worden ist. Das geht dann auch nicht mehr. Da auch noch den Hinweis, was wichtig ist, die Einhaltung der verschiedenen Bauordnungen, vor allem dann das Thema Leitungsanlagenrichtlinie. Also wir haben ja sehr oft in vielen älteren Anlagen, sage ich mal, Zählerplätze in einem notwendigen Fluchtweg, ja, im Treppenhaus. Und die können nicht ohne weiteres ertüchtigt werden, beispielsweise von Umstellung vom Wechsel auf Drehstrom. Denn hierbei hätte man eine höhere Brandlast dadurch und dadurch müsste dieser Zählerplatz definitiv dann eingehaust werden oder entsprechend am besten noch versetzt werden in einen Kellerraum, wo man dann als neuen Technikraum dann zur Verfügung stellt für die Installation der Zählerplätze, wenn das möglich ist. Aber zu dem Thema Leitungsanlagenrichtlinie, ich wollte nur darauf hinweisen, sensibilisieren, gehen Sie da auf Ihre zuständige Feuerwehr zu, wenn Sie da Fragen haben. Die sind letztendlich ja für dieses Dokument mit dem Baurechtsamt zuständig. Gut, es gibt auch noch eine Empfehlung in Bezug auf Reserveplätze. Die meisten Netzbetreiber hatten ja ehemals in ihren technischen Anschlussbedingungen oder viele auch immer noch die Empfehlung gegeben, einen Reservezählerplatz vorzusehen. Gerade bei dem Thema 14a kommt es natürlich noch zugute. Und zwar, wenn man hier oder die Netzbetreiber äußern sich jetzt dahingehend, wenn man einen Reservezählerplatz hat, nach Zählerplatznorm, nach DIN VDE 0603, auf die verschiedenen Normen gehe ich gleich nochmal ein, kann dieser Zählerplatz genutzt werden. Netzseitiger Anschlussraum, 300 mm Höhe. Es wird entsprechend der Anwendungsregel 41.00 ein SH-Schalter eingebaut und dann kann dieser Reservezählerplatz genutzt werden. Anlagenseitiger Anschlussraum mindestens 150 mm.
Hauptleitungsabzweig klemmen können, dort normativ untergebracht werden und darf natürlich nicht als Verteiler genutzt werden. Dann ist sowas möglich. Reservezählertafeln, wie wir sie kennen nach DIN 43853, aber auch nach DIN 43860 gibt es ja auch die Normzählertafel, sind für Erweiterungen nach der Empfehlung der Netzbetreiber nicht geeignet. Hier habe ich mal die Tabelle herausgezogen aus dem Bundesmusterwortlaut, wo sich ja die Netzbetreiber ja dazu äußern oder Empfehlungen abgeben, aufgrund von der Praxis häufig anzutreffenden Änderungen in der Kundenanlage, beispielsweise bei dem Thema Leitungserhöhung, Umstellung, Leistungserhöhung, so, Umstellung des Zählerplatzes auf Drehstrom, also vom Wechsel auf Drehstrom, die Ertüchtigung oder Änderung der Betriebsbedingungen, zum Beispiel durch den Zubau einer Erzeugungsanlage oder einer Ladeeinrichtungen. Und da gibt es den Hinweis, dass Zählerplätze nach DIN 43870, wenn man diese Zählerplätze hat, ja, also so ein Bestandszählerplatz, dass man da diesen auch dann nutzen kann für die entsprechende Ertüchtigung. Hier noch ein kurzer Hinweis, was in der Anwendungsregel 4100 steht. Letztendlich wiederholt es das, sind ja die Anforderungen auch aus den THBs, die ehemals dann da überführt worden sind in die technische Anschlussregel. Und hier auch unter Abschnitt 4.4 Erweiterungen oder Änderungen in bestehenden Kundenanlagen. Und letztendlich ja die gleichen Aussagen bei Änderungen oder Erweiterungen in bestehenden Kundenanlagen gelten für die erweiterten oder geänderten Anlagenteile die aktuellen Anforderungen. Also quasi ab dem Anschluss vom Stromkreisverteiler oder ab dem Zählerplatz muss natürlich nach alles nach aktueller Norm, nach den normativen Anforderungen erstellt werden. Aber bei den Anlagenteile, die im Bestand sind, also beispielsweise der Zählerplatz und dann die Zuleitung bis zum Hausanschlusskasten, muss natürlich überprüft werden, ob die angepasst werden müssen oder nicht. Und dann hier nochmal wiederholend, derartige Erweiterungen, Nutzungsänderungen oder Änderungen der Betriebsbedingungen sind ja die Änderung von haushaltsüblichen Lastverhalten, beispielsweise hier wieder auf das Thema Dauerstrom oder der Zubau einer 14a-Anlage. Also da wiederhole ich mich, letztendlich sind es die gleichen Anforderungen, wie auch im Bundesmusterwortlaut beschrieben. Kommen wir nun zu den Zählerplätzen nach Norm. Zum einen haben wir hier in der Tabelle gehabt Zählertafel nach DIN 43853. Da habe ich mal nachgeschaut gehabt, diese ja, Norm gibt es seit den Anfang der 60er Jahre mit unterschiedlichsten Maßen und Funktionsflächen, also von einer unteren Abdeckung, also der untere Anschlussraum oder wie er jetzt heißt, netzseitiger Anschlussraum, von 90 mm bis 170 mm. Dann der anlagenseitige oder obere Anschlussraum von 35 bis 260 sind es Millimeter, also unterschiedlichsten Höhe. Auch Zählerfeldhöhe an sich 315 Millimeter. Da hätte man heutzutage schon Probleme, gegebenenfalls den ja, 3.HZ zu installieren. Dann haben wir die Zählerplätze nach DIN 43870. Die gibt es seit Anfang der 70er Jahre. Hier der Vorteil, man hat ja das Rastermaß eingeführt, also eine Breite von 250 mm. Die Zählerplätze befinden sich in Zählerschränken und hier hat es dann drei unterschiedliche Varianten, was jetzt wichtig ist für diesen technischen Hinweis. Einmal die Variante mit einem netzseitigen Anschlussraum, also im unteren Anschlussraum von 150 mm, dafür dann oben 300 mm und dann zwei Varianten mit der netzseitigen Anschlussraumhöhe von 300 mm, entsprechend oberer Anschlussraum 150 oder 300. Ja, und seit Ende 2007, 8, 9 war es, da wurde der Steckzählerplatz eingeführt. Nach Zählerplatznorm, die DIN VDE 0603 seit 2017, gibt es dann diesen Steckzählerplatz, hier ist er abgebildet, aber natürlich auch noch weiterhin unsere 3-Punkt-Zählerplätze hier mit Rastermaß und hier unter zwei unterschiedliche Höhen mit der Variante mit dem netzseitigen Anschlussraum von 300 mm und am anlagenseitigen Anschlussraum entsprechend mit 150 oder 300 mm. Das sind die Zählerplätze, die nach dem Bundesmusterwortlaut betrachtet werden. So kommen wir nun zur Eignung des Zählerplatzes. Ja, also wenn ich dann vor Ort bin, muss ich ja natürlich dann prüfen, ob dieser Zählerplatz sich eignet. Also bei Nutzungsänderungen oder Erweiterungen sind am Zählerplatz Prüfungen durchzuführen. Und hier haben wir auf Grundlage nach DIN VDE 0105 Teil 100, das haben wir so in dem Hinweis beschrieben, in Form eines E-Checks natürlich herangezogen. Da wurde ja schon, da ist sehr viel schon beschrieben in diesem E-Check, wie bei diesem Thema umzugehen ist. Und dann kann man hier mit Prüfung des Zählerplatzes wird der Zustand in Bezug auf Gebrauchsfunktionsfähigkeit, auf des ordnungsgemäßen sicherheitstechnischen Zustandes, des Schutzes gegen elektrischen Schlag, des Schutzes gegen elektrisch gezündeten Brand und geprüft. Aber hier dann weiteres dann
dann in dem Praxisvortrag dann vom Steffen Häusler. Auch hier die Folie. So, jetzt hat es geklappt mit dem Umschalten. Beim Thema Vorgehensweise, wie gehe ich denn vor Ort denn vor? Ich prüfe oder ich führe ja erst einmal eine Sichtprüfung durch. Wie sieht denn der Zählerplatz aus? Wie gab es Farbveränderungen, Formveränderungen? Hat es da mal drin gekokelt? Warum hat es da drin gekokelt oder warum hat es zu einem leichten Brand geführt? Also das muss dann alles geprüft werden. Das hat man so auf Basis des E-Checks hiermit aufgeführt in diesem technischen Hinweis. Es werden dort auch Messungen beschrieben, die da durchzuführen sind. Man sieht diese Tabellen im technischen Hinweis drin. Also man kann alles in diesem Hinweis nachlesen, welche Messergebnisse ich auch letztendlich dann auch benötige, damit dieser Zählerplatz hier nochmal ordnungsgemäß weiter betrieben werden kann. Und entsprechend diese Bewertung, hier kann ich auch nochmal auf den Vortrag von Steffen Häusler verweisen, der uns das dann nachher näher bringt, dieses Thema. So, wenn die Zählerplätze aber, ja, sagen wir mal Abschnitt 6 ist es ja im technischen Hinweis, diese Überprüfung nicht dem standhalten, dann ist der Zählerplatz natürlich nicht geeignet. Und dann muss er entsprechend ausgetauscht werden in einen neuen Zählerplatz nach aktueller Anwendungsregel 4100. Also wenn der alte Zählerplatz rauskommt, kommt ein neuer Zählerplatz nach. Die Hauptleitung zwischen Hausanschlusskasten und Zählerplatz muss nochmal ja, geprüft werden und dann wird dort der neue Zählerschrank angeschlossen. Habe ich beispielsweise eine Ertüchtigung eines einzelnen Zählerplatzes? Hier das Beispiel wieder mit dem Mehrfamilienhaus, wo ich die Etagenzählerplätze habe. Ja, der eine Zählerplatz kann nicht mehr genutzt werden. Ich habe einen Raum zur Verfügung in dem Mehrfamilienhaus, wo ich dann letztendlich vielleicht peu à peu die Zählerplätze dort aufbauen könnte. Dann tue ich nur für diesen Teil einen neuen oder für die eine Wohnung, die jetzt umgestellt worden ist, von einphasigen auf dreiphasigen Anschluss und Betrieb, tue ich dann da umziehen. Der Zählerplatz kommt runter in den Technikraum und der entspricht dann der aktuellen Anwendungsregel. Und die anderen Zählerplätze können weiterhin so betrieben werden, bis sie dann entsprechend halt dann auch ertüchtigt werden oder die Wohneinheiten dann. Also da muss dann geschaut werden, Hauptverteiler, plombierfähig, die Zuleitung vom Hausanschlusskasten zum Hauptverteiler und dann auch zum neuen Zählerschrank müssen ja neu dimensioniert werden, berechnet werden. Da muss man dann natürlich dann drauf schauen, dass das auch von der Dimensionierung her passt. Gut, in Abschnitt 7 dieses technischen Hinweises haben wir ein Prozessdiagramm hinterlegt, ein Prozessablauf zur Beurteilung des Zählerplatzes. Und hier haben wir jetzt verschiedene Punkte, Einhaltung der technischen Mindestanforderungen, dann Unterscheidung der Trennvorrichtung, Anforderungen an die Spannungsversorgung im Raum für Zusatzanwendungen, Anforderungen an den Raum für APZ, ja, Abschlusspunkt Zählerplatz, Trennvorrichtung, anlagenseitiger Anschlussraum und Bestückung des anlagenseitigen Anschlussraums. Und da möchte ich jetzt mal auf die einzelnen Punkte durchgehen und anhand dessen könnte man ja dann entsprechend prüfen zukünftig, ob dieser Bestandszählerplatz noch dafür geeignet ist. Also Einhaltung der technischen Mindestanforderungen. Ich habe mindestens, so wie es auch auf Basis der Netzbetreiber empfohlen wird, nach dieser Tabelle einen Zählerplatz nach DIN 43870. Das heißt, Rastermaß 250 mm, erstmal Zählerplatz in einem Zählerschrank, Rastermaß 250 mm, netzseitiger Anschlussraum 300 mm. Ich habe ja vorhin gesagt, nach dieser Norm gab es drei verschiedene Varianten. Die eine Variante mit 150 mm Anschlussraum, also im netzseitigen Anschlussraum, fällt nicht darunter. Also netzseitiger Anschlussraum 300 mm, Zählerfeldhöhe 450 mm und anlagenseitiger Anschlussraum von mindestens 150. Also geht 150, aber natürlich auch 300. Der Zählerplatz eignet sich nach der Sicht- und messtechnischen Prüfung nach Abschnitt 6. Ich habe eine Mindestvertrafung von 10 Quadrat. Dann kann dieser Zählerplatz entsprechend diesem technischen Hinweises so genutzt werden. Fällt er nicht darunter, dann gibt es die Empfehlung letztendlich nach diesem technischen Hinweis, einen neuen Zählerplatz nach aktueller Anwendungsregel 4100 zur Verfügung zu stellen und entsprechend zu errichten. Unterscheidung Trennvorrichtung. Wenn man jetzt hier in dem Prozessdiagramm weitergeht, habe ich eine Trennvorrichtung nach aktueller Anwendungsregel 4100 vorhanden, also einen SH-Schalter, der wird ja seit der THB 2000 bereits auch schon verlangt, also seit über 20 Jahren so rum, gibt es diese Forderung nach diesem SH-Schalter. Ist der vorhanden, kann der natürlich genutzt werden. Ist keiner vorhanden, oft ist ja so, im Bestandszählerplatz habe ich unten noch einen Hauptschalter drin, dann baue ich diesen Hauptschalter ein. In der Höhe von 300 mm kann ich auch normativ problemlos einen SH-Schalter installieren und der ist dann dafür auch dann vorgesehen und kann dort errichtet werden. Anforderungen an die Spannungsversorgung im Raum für Zusatzanwendungen gilt jetzt nicht nur für Steckzählerplätze.
Wie gesagt, Steckzählerplätze gibt es seit Ende 2009, aber es gab noch nicht von Anfang an die Forderung, auch hier eine Spannungsversorgung vorzusehen für das Smart Meter Gateway. Das Thema wird immer wichtiger. Und hier gibt es die Forderung, aber auch für Dreipunktzählerplätze eine eigenständige Spannungsversorgung für diesen Raum für Zusatzanwendungen zur Verfügung zu stellen. Also der Abgriff der Spannungsversorgung muss vor dem SH-Schalter erfolgen. Falls ein Fehler wäre in der Kundenanlage, kann entsprechend das Smart Meter Gateway weiter betrieben werden. Also das bitte beachten. Diese Spannungsversorgung ist entsprechend nachträglich, vor allem dann auch bei Dreipunktzählerplätzen und bei den Steckzählerplätzen, wo die noch nicht vorhanden ist, nachträglich einzubauen. Ja, Anforderungen an den Raum für APZ, das wurde sehr, sehr kontrovers innerhalb unserer Projektgruppe diskutiert. In Neuanlagen nach Anwendungsregel 4190 wird ja ein APZ-Raum gefordert. Hier im Bestand haben wir ja keine einfache Umsetzungsmöglichkeit gesehen im Bestandszählerplätzen. Und deswegen hat man sich darauf geeinigt, dass man gesagt hat, dass dieser Raum für APZ nicht nachträglich in einer Bestandsanlage errichtet werden muss. Falls aber einer vorhanden sein sollte und hier noch keine Spannungsversorgung enthalten ist, muss diese bitte dann noch nachträglich nachgerüstet werden für die Spannungsversorgung dieses Raumes. Dann, was neu ist, da kann ich auch mal schon mal vorwegnehmen, in der neuen oder die Anwendungsregel 4190 wird aktuell überarbeitet und da wird es zukünftig so sein, dass in Neuanlagen bei Dreipunktzählerplätzen die Forderung drin steht, dass ein Hauptschalter hinter der Messung installiert sein muss. Wir sind dem nachgekommen, wir sind ja da auch im Austausch mit der Projektgruppe 4100 und haben nun das mit so übernommen und sagen, dass bei Dreipunktzählerplätzen ohne Zählersteckklemme ist bei einer nachträglichen Ertüchtigung des Zählerplatzes dieser Hauptschalter, diese Trennvorrichtung im anlagenseitigen Anschlussraum erforderlich. Hintergrund sind dazu, ja, durch die Ertüchtigung von Anlagen mit elektrischen Energiespeichern, aber auch durch sehr viele Erzeugungsanlagen gab es an der einen oder anderen Anlage Probleme in Bezug auf Arbeitssicherheit. Es gab da Rückspannungen, die am Zähler oben an der Klemme anstanden. Und deswegen hat man sich jetzt ja innerhalb des FNNs darauf geeinigt, hier einen Hauptschalter einzufordern. Kommen wir zur Bestückung des anlagenseitigen Anschlussraumes. Ist ja auch ganz fix vorgegeben nach Anwendungsregeln in Abschnitt 7.2, wie dieser maximal bestückt werden darf. Also drei einphasige Stromkreise dürfen dort installiert werden, beispielsweise für die Versorgung der Kellerautomaten. Also wenn ich einen 300 mm hohen Anschlussraum habe, Hauptleitungsabzweigklemme kann dort installiert werden. Gegebenenfalls auch eine RJ45-Buchse für den Anschluss oder für den zukünftigen Anschluss der steuerbaren Verbrauchseinrichtung nach § 14a. Das ist in der Anwendungsregel alles beschrieben, Vorgabe über die Hersteller, wie dieser Raum maximal bestückt werden darf. Und diese Anforderungen gelten dort natürlich weiterhin. Ja, und zu guter Letzt, als eine Nutzung eines Verteilers ist es nicht möglich, dass der anlagenseitige Anschlussraum so genutzt wird. Hier wird dann empfohlen, letztendlich die Automaten, die gegebenenfalls hier für die weitere Verteilung genutzt werden, entsprechend zurückzubauen. So, nun kommen wir zurück zu den Bildern, die ich anfangs vorgestellt habe. Ist eine Nutzungsänderung bei diesen Zählerplätzen ohne weiteres möglich? Und wenn wir uns an diesen technischen Hinweis halten, an die Empfehlungen, die da letztendlich beschrieben sind, hat man, wenn überhaupt, die Möglichkeit, natürlich unter Voraussetzung Abschnitt 6 wird eingehalten, also die Sichtprüfung, die messtechnische Prüfung, könnte man diesen Zählerplatz ganz rechts noch entsprechend ertüchtigen. Und hierbei gilt noch der Hinweis, dieser Zählerplatz ist auch mindestens ja über 40 Jahre alt, 40 bis 50 Jahre alt. Das entspricht der DIN 43870, dieser Zählerplatznorm. Und die gibt es seit Mitte der 70er Jahre. Und entsprechend kann dieser Zählerplatz mit dieser Ertüchtigung, messtechnischen Prüfung weiterhin genutzt werden. Da möchte ich auch noch darauf hinweisen, oder wie geht's weiter? Jetzt kommen wir zur praktischen Umsetzung erstmal des um Bewertung. Da wird dann gleich der Steffen Häusler eingehen auf die praktische Umsetzung, was denn letztendlich hier alles zu betrachten ist bei der Sichtprüfung und bei der messtechnischen Prüfung. Aber ich wollte jetzt nochmal vorwegnehmen, dass wir als Netze BW uns jetzt überlegt haben, weil wir doch sehr viele ja, Bilder eingereicht bekommen durch Sie, aber auch durch die Kunden, ob der vorhandene Zählerplatz noch ertüchtigt werden kann oder nicht und wir das letztendlich auch nicht ja, vom Schreibtisch aus beurteilen können, werden wir zukünftig so vorgehen,
dass wir auf diese Einhaltung dieses technischen Hinweises verweisen und dass man dann da nach ja, VDE, FNN, sage ich mal, Regularien oder Vorgaben, zumindest mal hier aus der technischen Seite, hier auf der sicheren Seite sein kann, wenn man das so umsetzt, dass es hier auch keine Probleme gibt, wenn natürlich die Anforderungen eingehalten werden. Also nur ein kurzer Hinweis, wenn wir zukünftig gefragt werden, verweisen wir auf diesen technischen Hinweis zu, oder zur Umsetzung diesen technischen Hinweises.